Also Franziska Giffey ist zurückgetreten, Christine Lambrecht wird übernehmen bis zur Bundestagswahl und wir sprechen weiter darüber jetzt mit Volker Kronenberg, Professor an der Universität in Bonn. Professor Kronenberg, Franziska Giffey hat ja gesagt, sie wird weiterhin antreten in Berlin im September, hat bislang auch, wenn wir die Stimmen hören, dafür Unterstützung bekommen. Sehen Sie das auch so? Kann sie diese Kandidatur aufrechterhalten? Ich gehe davon aus, dass die Rechnung, die man dort angestellt hat, bei ihr und dem Willy Brandt-Haus tatsächlich aufgehen wird. Erhard Schärfer hat es in meinen Augen eben sehr richtig auf den Punkt gebracht. Frau Giffey hat ja schon sehr früh im August vergangenen Jahres klar gesagt, wenn es dann so kommt, dann tritt sie von dem Amt zurück. Das heißt, da hatte sie sich festgelegt, da kommt sie nicht raus. So, jetzt ist es so, dass dieser Prüfbericht offenbar so ausfällt. Das heißt, sie muss diese Konsequenz ziehen. Aber dann hat sie das eben auch getan. Und letztendlich ist sie dann auch frei. Und es sind eben doch noch einige Monate, auch bis zur Wahl in Berlin, ist sie frei, ist dieses Kapitel sozusagen abgeschlossen. Sie hat den Preis, wenn man so will, bezahlt. Und sie sagt dann eben, ich bin von dieser Hypothek befreit. Ich kann offensiv in diesen Wahlkampf gehen. Ich glaube, dass tatsächlich das Kalkül aufgehen wird. Vielleicht liegt es jetzt an mir, aber können Sie mir noch mal die genaue Logik dahinter etwas genauer erklären? Denn was ich verstanden habe, ist die Konsequenz des Handelns. Und Sie sagen, sie sei jetzt von dieser Hypothek befreit. Aber gleichzeitig ist ja der Grund, würde man meinen, dass man sagt, als Politikerin in diesem Fall darf nicht geschummelt werden. Und deswegen lasse ich das sein mit dem Amt. Erklären Sie mir die Logik. Frau Davies, Sie haben natürlich recht mit dieser Nachfrage. Wir beobachten doch seit einigen Jahren, im Grunde seit 2011, seit der Diskussion, da häuften sich ja im Grunde die Vorfälle mit Gutenberg und anderen. Da erleben wir doch eine Diskussion über die Jahre hinweg, die die Zielrichtung hat, ist das ein für alle Mal oder soll im Grunde denjenigen, die da betroffen sind, die Fehler gemacht haben und die dann durch Rücktritte sozusagen Konsequenzen gezogen haben, sollen die nicht doch auch noch mal eine zweite Chance bekommen? Und im Lichte dieser Debatte und des Verlaufs dieser Debatte, denn ich beobachte, dass die Stimmen, die dann sagen, nein, man soll durchaus hier noch einmal auch eine Chance geben, man soll auch das Potenzial sehen, das Politische und anderes mehr, dass diese Stimmen auch immer dominanter geworden sind. Und das scheint mir auch eben jetzt die Logik zu sein. Das heißt, man versucht tatsächlich, das ein Stück weit doch voneinander zu trennen. Mit dem Rücktritt ist im Grunde hier das Kapitel dann abgeschlossen. Aber Sie müssen ja sehen, Frau Davies, die SPD, das klang eben auch ein Stück weit an, hat natürlich auch nicht allzu viele Hoffnungsträgerinnen, Hoffnungsträger in ihren Reihen. Und sie zählt ja zweifelsfrei. Es ist für Olaf Scholz. Da muss man nicht drum rumreden, natürlich ein herber Schlag, denn Frau Giffey ist sehr bürgernah. Sie gehört zu den beliebtesten Spitzenpolitikern der SPD. Und ja, mit Blick auf Berlin Stand jetzt sind die Chancen für die SPD ohne Giffey in der Hauptstadt natürlich noch dramatisch schlechter. All das zusammengenommen mit dem Verlauf der Debatte über Jahre hinweg, die Debatte hat sich eben ein Stück weit auch verändert, geht man jetzt auf dieses Kalkül, dass man sagt, dass diese Logik wird auch in der Bevölkerung angenommen, akzeptiert, verstanden.